schon ziemlich kalt. Kälter als eine Dusche. Aber schön. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich dachte mir, ich nehme euch heute noch mal so ein bisschen mit durch meinen Alltag. Ich hatte euch ja schon im letzten Video erzählt, dass wir hier für ein paar Wochen an der Ostsee sind und es gefällt uns richtig gut. Ihr habt gesehen, heute Morgen war ich schon im Meer. Ich habe ja seit November 2022 die Morgenroutine, dass ich jeden Morgen unter die kalte Dusche gehe und im Anschluss eine kleine Runde spazieren gehe. Und heute bin ich zum Meer spaziert und war dann im Meer. Und das ist auch nicht unbedingt warm hier, also schon sehr schön erfrischend, aber es hat unglaublich gut getan. Also echt super schön. Wenn morgen früh wieder die Sonne scheint, dann mache ich das wieder. Und ja, ansonsten geht es uns sehr, sehr gut hier. Daniel macht ja die Weiterbildung und ihm gefällt es auch sehr, sehr gut. Und ich arbeite hier ganz normal wie auch zu Hause. Später habe ich zum Beispiel heute noch zwei Podcast-Interviews. Und ansonsten arbeite ich aktuell an meinem Planer. Also ich habe ja meinen Planer für 2023, mein erster eigener Planer. Und weil der für mich der perfekte Planer ist und auch bei euch, bei meiner Community so gut ankam, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich auch für 2024 wieder einen mache und bin aber natürlich auch auf das Feedback meiner Community eingegangen, weil mir persönlich war halt wichtig, dass ich ausreichend Platz für die einzelnen Tage habe, aber deswegen ist er natürlich auch dementsprechend etwas dicker und schwerer geworden. Und wenn man ihn jetzt mitnehmen möchte, unterwegs in der Handtasche, ja, dann ist er halt sehr schwer. Und deswegen werde ich mir da jetzt was überlegen, dass wir den ein bisschen schmaler und ein bisschen leichter machen. Und genau, das sind so die heutigen To-Dos. Und ich werde euch eben einfach mitnehmen. Wir gehen auch später noch trainieren. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gefällt es uns mega gut hier. Also der Ort Eckernförde ist super, super schön, direkt am Meer, so sauber und ruhig und total gepflegt, also wirklich wunderschön und es fühlt sich halt an wie Urlaub, obwohl wir eben, wie gesagt, für Weiterbildung und zum Arbeiten hier sind. Aber was ich auch loswerden wollte, zu Hause fällt es mir ja oft so schwer, abzuschalten, Auszeiten zu nehmen und auch wenn ich irgendwie esse oder dann im Training bin oder so. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich muss produktiv sein. Und hier ist es einfach so schön, dass ich zum Beispiel morgens meinen Morning Walk mache und einfach das Meer genieße oder gemeinsam mit Daniel ihn den halben Weg zur Weiterbildung begleite und da wirklich einfach noch abschalte und dann die Zeit, bis wir uns mittags wieder treffen, weil wir treffen uns immer mittags am Hafen zum Mittagessen, da nutze ich dann die Zeit und bin wirklich produktiv und arbeite auch wirklich effektiv, weil ich eben weiß, okay, dann und dann, wir treffen uns zum Mittagessen, da möchte ich das und das geschafft haben und dann nachmittags das Gleiche und dann, wenn Daniels Weiterbildung eben fertig ist, dann möchte ich eben auch die Zeit mit ihm genießen, das Wetter genießen. Also ja, ich bin sehr, sehr happy hier, es tut unglaublich gut und ich werde mir jetzt erstmal ein Frühstück machen und später, wie gesagt, habe ich dann die zwei Podcast-Interviews. Und wir müssen auch heute wieder einkaufen. Im letzten Video hatte ich euch ja auch mitgenommen. Auch heute müssen wir wieder ein bisschen einkaufen, weil die Vorräte langsam zu Ende gehen. Und ja, genau. So, zum Frühstück habe ich mir jetzt hier ganz einfach Haferflocken mit Proteinpulver gemacht. Also einfach die Haferflocken mit Wasser ein bisschen quellen lassen, dann das Proteinpulver eingerührt, ein bisschen Sojajoghurt, Erdbeeren, Banane, Kürbiskerne, Walnüsse und braunes Mandelmus. Also ganz einfach und schnell, aber sehr, sehr lecker und lange sättigend. So, Daniel und ich treffen uns jetzt dann gleich zum Mittagessen. Der hat immer eine Stunde Pause und dann treffen wir uns immer zum Lunch am Hafen. Und das gibt es heute. Das sind Reste von gestern. Da habe ich ein veganes Chili gekocht und dazu gibt es hier drunter noch Quinoa. Und genau, das nehme ich dann immer mit und dann genießen wir das draußen am Meer. Ich habe jetzt Feierabend gemacht, habe gerade noch ein Reel geschnitten für Instagram mit den wichtigsten Diät-Tipps bzw. wichtigste Diät-Fehler, die man vermeiden sollte. Und dann habe ich eben parallel dazu in die Beschreibung meine Tipps für eine gesunde und nachhaltige Diät geschrieben.
Und Daniel hat auch gerade geschrieben, dass er jetzt vom Kurs heimkommt und dann fahren wir gemeinsam ins Training. Bei mir steht heute Oberkörper auf dem Plan und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen, weil gestern habe ich Beine trainiert, da war schon relativ viel los und gerade in einem fremden Studio muss ich ja nochmal mehr aufpassen, dass ich keine anderen Mitglieder oder so filme, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Und anschließend gehen wir, wie gesagt, noch einkaufen, weil die Vorräte sich so langsam dem Ende zuneigen. Und dann gibt es natürlich noch ein Abendessen. Und was ich euch noch sagen wollte, am 29. Juni ist bei Gymshark großer Summer Sale. Also es lohnt sich sehr, diesen Termin mal vorzumerken, weil ihr wisst, bei Gymshark ist das ja nicht allzu oft, dass es so große Aktionen gibt. Und da lohnt es sich dann definitiv da zuzuschlagen, wenn Teile dabei sind, die einem gefallen. Und ich werde euch gleich auch nochmal ein paar einblenden, also so ein paar Outfits oder Teile, die da dabei sind. Ein paar habe ich auch dabei, andere, da werde ich euch einfach hier so ein paar Fotos einblenden. Und es würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr über meinen Link bestellt oder mit meinem Code. Füge ich euch beides unten in der Beschreibung nochmal rein. Mein Code lautet FitLaura. Und damit könnt ihr auch nochmal zusätzlich zum Sale 10% sparen. Also ich würde sagen, das wird sich definitiv lohnen. The hit in my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, okay, we get it. No contest. Wait, see this gold on me, serve, serve, nigga. Want you to glow with me. The world been dying, days is number, check the climate, I'm sick of it. Fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and I whip this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk. My life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't up? This shit not just for the show, but bet you entertain. Anybody not for me is below me. Blow me, you in the way. I live my dreams, I got it locked, the master key been on me. Back in the field, running audibles with the team. Everything I got out the mud and told my truth. I shake that fake shit, they praise you, then minimize you behind you. Just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like I ain't know the truth. Owe this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beat and the talking and write the harmonies. I'm really convinced it's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claimed belief in me so he could use me. Look at me now, you chose your route, I know you sick to see it. You talk a lot, all that flop, but that shit not harming us. Capping your status, we back, ain't nobody raws us. To the ones that held me down for the count, look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling double sex. With loot they pay to play my shit back. Ain't a way I'm going back until I'm fossil fuel to the flame. Just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul. Been on the ropes, I'm ready to grow. So get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow. So get to know niggas. So, wir sind wieder zurück vom Einkaufen und der Kühlschrank ist wieder aufgefüllt mit Skyr und Alpro Quark und Joghurt. Dann nochmal die Alpro Cooking Light. Hier sind so ein paar Reste, frische Erdbeeren haben wir noch mitgenommen und frische Tomaten. Und ich weiß, man soll Tomaten eigentlich nicht im Kühlschrank lagern, aber ich mache das immer und komme damit auch sehr gut klar. Also bei mir schimmeln die eher, wenn ich die nicht im Kühlschrank lager. Dann ist hier so eine kleine Proteinecke mit Tofu, Feta und Alternativen. Also einmal von Planted und einmal von Like Chicken und darunter noch ein Räucherlachs. Und hier im Gemüsefach haben wir auch wieder ganz fleißig vollgefüllt mit Karotten, Babyspinat, Gurke, Avocado, Lauchzwiebel, Pilze, Paprika und so weiter. Und hier im Gefrierfach haben wir dann noch einmal gefrorene Blaubeeren und Himbeeren und Erbsen und Brokkoli. Das ist unsere andere Vorratskammer. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon beim letzten Mal gezeigt. Da sind auch nochmal Sojakranulat, Haferflocken, dann hier so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe von zu Hause. Also Kürbiskerne, Kakao, Schokodrops, das sind die von Kuro mit Xylit, Bellini Spice Cream, dann Nudeln, das Kuche, das ist ein Brot von Aldi mit echt guten Zutaten, Lini Spice, darunter verstecken sich noch die Kuro Medjool-Datteln, die sind natürlich auch ein Muss. Und genau, hier dann eben noch so ein bisschen Quinoa, Dinkel, Chiasamen, Pudding
und Backpulver und noch Kichererbsen, Tomaten, Bohnen und so weiter. Also so ein paar Vorräte, die gut haltbar sind. So, es gibt Pasta. Wir haben 1 Kilo Spaghetti gekocht, aber ich glaube nicht, dass wir alle essen. Der Plan war eher, dass für morgen auch noch welche übrig bleiben. Und dazu gibt es eine Soße aus Garnelen, Tomaten und Babyspinat. Und hier ist noch der Rest der Soße. So sieht die aus. Sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt und freue mich jetzt aufs Essen. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name out of this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's your name.